Hallöchen, ich mach mal schnell mit dem Handy. Ich habe gerade was auf der Straße gefunden. Das ist schon das zweite Ding, was ich gefunden habe. Das ist hier so eine E-Zigarette. Ich finde das eine Schweinerei, was sie hier machen. Es ist zwar okay, wenn sie sowas bauen, aber dann bitte nicht mit dem, was da drin ist. Ich habe schon mal eine aufgemacht gehabt damals. Ich mache jetzt das Ding mal auf und dann gucken wir uns mal an, was da drin steckt. Erstmal ist hier dieses Verdampfergedönse drin. Das noch. Brauche ich mal eine Pinzette. Eigentlich Handschuhe. Ich bin jetzt draußen aus dem Bild. Passt mal auf. Ich finde das eine sowas von eine Schweinerei. Das Ding ist noch nicht mal leer. Da kommt der richtige Verdampfer raus. Und dahinter hängt die ganze Elektronik. Das klemmt jetzt da drinne. Da müsste ich mal eine größere Zange haben. Moment. Ja, das ist Blueberry. Das riecht. So, da sind wir. Da kommt die Elektronik raus. Und was steckt da drinne? Ich hoffe, man kann es dann erkennen. Ein 13400er Akku, 3,7 Volt, 550 mAh. Das Ding ist ein ladbarer Akku. Ich finde das eine Schweinerei. Ladbare Akkus, die dann, Lithium-Akkus vor allen Dingen, die dann einfach so weggeschmissen werden. Die Dinger landen irgendwo in eine Mülltonne und hast du nicht gesehen. Ich habe hier noch einen anderen irgendwo, den habe ich jetzt aber irgendwo hingeräumt, weil ich ja noch das andere Video gemacht habe. Aber das finde ich eine Schweinerei. Es ist ja okay, wenn sie so eine Dinger hier bauen, zum Einmalgebrauch oder wenn die Dinger leer sind, aber das Ding ist noch nicht mal leer. Das Ding ist ja noch halb voll. Wo ist das Ding? Da, das ist ja noch halb voll. Das schmeiße ich jetzt weg. Das schmeiße ich auch weg. Den Sheet-Kram schmeiße ich auch weg. Und den Scheiß hier auch. Weil du kannst die Dinger ja nicht nachfüllen. Du kannst sie nicht nachfüllen, du kannst den Akku nicht laden. Aber dass sie da einen Akku reinbauen, denn es gibt auch Lithium, Eisen. Lithium-Eisen-Phosphat oder ich weiß nicht, irgendwie eine Art Lithium-Akku mit 3 Volt, auch in der Größe, der nicht ladbar wäre. Das wäre in meinen Augen sinnvoller, als hier ladbare Akkus reinzumachen. Für mich ist es jetzt egal, ich habe jetzt nochmal einen kleineren Akku, 550 mAh, für den einen Komponententester oder Transistortester, wie man das Ding ja sagt, ist der gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich bin hier mit dem Handy, das fokussiert immer so komisch. Aber ich finde das echt eine Schweinerei, was sie hier machen. Akkus reinzubauen, die dann in Mülltonnen und sonst was reinfliegen, das ist echt. Das ist eine Schweinerei. Ich finde das echt eine Riesenschweinerei, sowas zu machen. Ja, da war Saft drauf. Das Kabel habe ich kaputt gemacht. Der Sensor klemmt da drinnen fest. Ich habe da noch einen anderen Sensor. Ist egal. Ich habe jetzt das Kabel abgerissen vom Pluspol. Ist egal. Minuspol und die Verarbeitung ist ja nicht so verkehrt, aber ich finde es eine Schweinerei. Es sind Lithium-Akkus, die sie zum Wegwerfen bauen. Und ihr wisst alle, wo das Lithium herkommt. Das kommt irgendwo aus sonst wo. Das Kobalt und was auch immer da gebraucht wird. Wofür Kriege geführt werden, wo Kinderarbeit passiert. Ich finde sowas eine Schweinerei. Der macht das Dinge, die Dinger wieder aufladbar und macht sie nachfüllbar. Dann ist es okay. Wenn es diese Einfach-Einmal-Dinger sind, dann macht die Kartuschen austauschbar in dem Sinne. Aber nicht sowas. Es ist eine Schweinerei. Ich finde es echt eine Schweinerei, sowas zu bauen.
Okay, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Nur mal aus gegebenen Anlass, weil ich das gerade gefunden habe. Okay, tschüssi.